So, meine Freunde, und willkommen zu Animal Crossing New Leaf. Wir sind hier stehen geblieben in unserem wunderschönen Topo und ja, wir haben Post bekommen, wie es aussieht. Gucken wir erstmal nach. Oh, wir haben keinen Platz mehr, scheiße. Löschen wir mal hier von Gulliver einen Brief einfach. Wegwerfen. Zack. Was haben wir hier? Von Mama mit Geschenk, jawohl! Erstmal die Karte lesen, ne? Also nicht nur gleich das Geschenk auspacken, sondern erstmal Karte lesen, ne? Aber erstmal muss ich das scheiß Geschenk hier reinkriegen, dankeschön. Oh, das war ein Krampf, ey. Das war ein Krampf. So, gucken wir erstmal. So, erstmal lesen. Verdammt, kein Geld drin. Lieber Zero, es ist Winter. Es war Winter, als du laufen gelernt hast. Gleich als wir das erste Mal draußen waren, bist du auf Eis ausgerutscht. Was für liebevolle Eltern. Oh, Zero, lauf mal. Oh, pff, oh, hat sie das Kinn aufgeschlagen. Oh, der arme Junge. Ach, das wird schon wieder. Aber du hast nicht geweint. Sei vorsichtig, deine Mama. Ja, danke, Mama. Also, sehr nett von dir, dass du so an mich denkst. Ballonfernseher schmeißen wir kurz weg hier. Mir das Geschenk an mich nehme. So, ich bin mal gespannt, was meine Mutter mir geschenkt hat, damit ich nicht so oft auf die Schnauze falle. Auf gut Deutsch. Schneestiefel, ziehen wir mal an. Oh, die sehen stylisch aus, ey. Ohne Witz, die stehen echt. Die haben so Fell an der Seite, seht ihr das? So richtig geil, ey. Stehe ich total drauf. Rattiges Fell. Bams! Oh, das sah aus wie ein Pilz. In Wirklichkeit ist es ein Pilzbett. Oh, geil. Nimm mich gleich mit. Warum nicht? Tauschen wir mal gegen Le Fossil. Plupp. Und ein Lolli. Und viele haben, beziehungsweise tausend haben es mir in die Kommentare geschrieben, das waren Ameisen, die hätte ich fangen können. Es tut mir leid für alle, die ich jetzt vergessen habe da. Ja, ich hab's vergessen, tut mir leid. Also, mache ich ein andermal, fange ich noch, keine Sorge. Hihi, ich bin nett. Ich bin so nett. Hallo Annabelle, mit dir rede ich nicht. Ich habe keine Lust mit dir zu reden, ganz ehrlich. Heute nicht. Ist das eine Kellerasse? Ja, ne? Eine Kugelasse, eine Kellerasse, whatever. Was ist das denn hier? Was ist das? Achso, ein Pilz ist das. Ich dachte gerade, hä, was ist das? Das sah aus wie eine Schaufel oder so. Aber nee, ist nur ein Pilz. Und die hat mir geschrieben, die Pilze bringen eigentlich gar nichts. Nur, dass man damit eben, die Pilzmöbel bekommt. Ja, gar nicht mal so schlecht. Und mit den QR-Codes habt ihr mir auch nicht so wirklich weiter geholfen auf gut Deutsch. Viele haben eben gesagt, nee, der gefällt mir nicht. Andere haben wieder gesagt, doch, der ist geil. Der gefällt mir. Dann haben andere geschrieben, den habe ich auch, den Weg. Und ja, mehr eigentlich nicht. Deswegen, es war jetzt nicht so pralle. So, die machen wir alle kaputt, weil ich will keine braunen Blumen haben. So, alle kaputt machen hier. So. Und Kleeblätter hier. Wehe, hier ist der. Gut, hier ist er nicht. Gut. Pff, der goldene Geldstein. Da, Ameisen. So, guckt zu und lernt, meine Freunde. Zack, so, Zero hat Ameisen. Tatsächlich, ey. Danke nochmal für den Tipp. Wie gesagt, ich hab's voll übersehen wohl in den letzten Parts. Weil irgendwie Reshiram-Fan meinte, er hat 5 von die Kommentare geschrieben. Und ich hab's irgendwie voll übersehen. Es tut mir leid. So, Dürrpilz. So, der dürre Pilz, der hängt jetzt hier. So, wo ist meine Schaufel? Hier. Gut. Wollen wir mal kurz hier. Das ist ja ein bisschen doof. Vielleicht nicht. Ich will hier machen. Geht nicht. Schade. Gut, dann werden wir so langsam jetzt mal, werden gleich den Trick nochmal anwenden, damit wir das komplette Geld bekommen. Das wäre, ja, das ist mir ganz wichtig. Und ich wollte heute eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen QR-Codes sammeln, aber ihr habt mir keine guten Kommis geschrieben. Muss ich selber bald suchen wohl, ne? Also ihr, weil ihr so faul seid, ihr faulen Jacke hier. Nein, Spaß, habe ich ja. Ich habe euch ja nicht dazu genötigt, dass ihr es machen müsst, ey. Ich werde mich gleich dafür nochmal hinsetzen. Wohl und joa. Wir werden mal gucken, ob ich das gleich mache oder nachher. Je nachdem, ich hatte aber gerade noch keine Zeit zu und deswegen habe ich es gelassen, ganz ehrlich. Weil ich will das in Ruhe machen und joa, hatte ich einfach keine Zeit zu bei Nachtschicht. Ich habe viel geschlafen auch, ey. Bei verdammten Nachtschicht. So, hier ist nix, oder? Nö, gut. Gut. Was ist das denn hier? Achso, das ist eine kaputte Pflanze. Ich habe gedacht, da war ja irgendwas Besonderes, aber... Nope, leider nicht. Sonst noch irgendwas hier? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Ich mag die Musik des Abends voll, ey. Die ist voll entspannt, ey. Die ist dum. Die ist voll schön, ey. Ich mag die total. Hallo, ihr beiden. Kennt ihr mich noch? Ich glaube nicht. Ich bin voll unbekannt jetzt. Keiner mag mich mehr, weil ich niemanden besuchen komme. Ich höre was. Hört ihr das? Hier ist was. Ein Geschenk oder sowas, ne? Ja. Tatsächlich. Das werden wir mal kurz fangen. So richtig so. Zwillenmeister, die Stars. Das ist ein Loch, verdammt. Ich will hier... Da haben wir es. Dup, gib her. Oh, du hast keinen Platz im Inventar. Ja, ich muss die Rosen mal unbedingt einpflanzen oder whatever. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
Kurz den Flachpilz da wegpacken. Flachland hier, ey. So. Und Geschenk öffnen. Ballonbett. Ja, voll. Nice. Also langsam kriegen wir alle Möbel zusammen. Finde ich gut. So, gucken wir mal, was wir jetzt noch finden können. Ich muss die Ameise eben abgeben. Zu der Eule, damit wir das schon mal haben. Und dann gucken wir einfach mal, wie spät haben wir es? Ich glaube, es war 20 Uhr, ne? Also jetzt im Game ist es wieder ein bisschen später. Ich habe vergessen, die Zeit zurückzustellen, deswegen. Entschuldigt mich das bitte. Deswegen, normalerweise ist es natürlich noch nicht so dunkel. Ich nehme gerade um 4:30 auf. Hab wohl vergessen, die Uhr umzustellen, vorgestern oder so. Ich weiß gar nicht, weil ich den Animal Crossing Part aufgenommen habe. Schon ein bisschen länger her, glaube ich. So, was stiften will ich, und zwar die Ameise. Da. Zup, was sagst du dazu? Insekt wieder? Insekt! Ich bitte um Verzeihung, ich fasse diese Dinge einfach nicht gerne an. Das scheint mir jedenfalls eine Ameise zu sein. Ja, nimm mal mit, einfach, und lass mich in Ruhe. Kein Ding. Nee, mehr will ich nicht. Joa, aber die Schuhe finde ich echt geil, ey. Ich will so ein richtiges Winteroutfit haben. Ganz ehrlich, das wäre richtig geil. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal shoppen gehen. Und zur Friseur will ich eigentlich auch noch. Ganz ehrlich, weil meine Frisur, sagen wir mal ehrlich, die geht gar nicht klar. Habe ich Geld überhaupt? 4000. Pff. Geht. Geht. Erstmal gucken, was Schnapp und Let's Markt hat. Erstmal zu Kick. Oder erstmal zu Lidl. Erstmal zu Lidl. Was geht ab, Lidl Schniedel? Der verkauft doch Pilzsachen oder what? Pünktchenhocker. So, nee, das ist kein Pilz, das ist ein Pünktchen. Da will ich nicht. Obwohl, das hätte gepasst zum Pilzen, ne? Was hat er hier? Schönes irgendwas. Herbsttapete. Okay, das gucken wir uns mal an. Nein. Ganz ehrlich, lass mal. Ich will keine Vorhänge in meinem Zimmer haben. Was haben wir hier? Minimaltapete, okay. 1400. Hat sich irgendwie nicht viel getan, ne? Ah, doch, die Streifen waren weg von ihm da im Laden. Käseboden. Oh, Käsebrot ist ein gutes Brot. Oh, wie geil ist das denn? Ich will es geil finden, aber damit stinkt nach ein paar Tagen. Deswegen lass ich es mal. Nee, lass mal. Labyrinthboden, ist das so ein Irrgarten da drauf sein? Achso, das ist auch nicht schlecht, ey. Finde ich cool, die Idee, ne? Geil. Ne, ich will aber nichts. Nepp und Schlepp. Lass mal. Danke für deinen Besuch. Ja, hau rein. Haust du rein, du, ne? Haust du. Haust du rein, Snap und Lab. So. So, erstmal Klamotten kaufen. Ganz wichtig, ne? Also Kleidung ist das Beste. Ich will jetzt unbedingt Wintersachen haben. Oder ich will komplett im Mario-Outfit rumlaufen. Oder Link, das soll es ja auch geben. Wurde mir ja geschrieben in den Kommis. Ich bin nur erstmal muss ich sehen, bevor ich es... Die Jeans ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist jetzt Rugby-Shirt. Das will ich nicht so haben. Die Jeans hier ist geil. Schwarz-Jeans-Hose. 500. Erstmal anprobieren hier. Boah, würde mir stehen, würde ich sagen, ne? Aber, na, lassen wir mal. Deswegen, ich bleib bei meiner Hose. Das sieht ein bisschen flauschiger aus, finde ich, mit den komischen Schuhen. Sieht das so ein bisschen so wärmer, flauschiger aus. So, ja, einfach so kuscheliger. Oh, den Bärenkopf will ich haben. Bärenmütze, soll ich dir stopfen oder soll ich dir anziehen mal? Sehen wir mal an, wa? Anprobieren. Wupsch. Ist das putzig, Hampel? Oh, es ist so putzig. Dankeschön. Obwohl, die Maske daneben wäre putziger, ne? Pff, diese rote da. Das wäre echt putzig, ne? Samantha, wir hauen jetzt ab. Tut mir leid, dass wir gehen müssen. Ja, wir hauen uns einfach ab, weil wir Samantha nicht mögen. Ich will meinen Teddy-Puddy aufsetzen, der ist voll putzig. Wo ist er? Hier. Oh, das ist so putzig. Ich brauche nur ein braunes Oberteil. Ich glaube, das hätte ich mir auch fast gekauft, ne? Ich laufe jetzt auch hier als Teddy rum, weil Teddys sind cool. Ich bin ein Teddybär. Hallo Trude, was geht ab? Augen wollte ich noch ändern, ne? Ja. So, Augen ändern wir heute mal. Deswegen, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Und ja, passen die Glubscher ändern, das ist bestimmt auch nicht schlecht. Kontaktlinsen, würde ich mal sagen, machen wir mal heute. Also, OP, das macht 3000, Alter, sieht teuer, ey. Boah, weh, das sieht aber eine Scheiße aus. Ich sag dir, ich geb dir Böse, ey. Ich schicke dich auf die eine Reise ins Unterbewusstsein. Stell bitte Folgendes ganz genau vor. Du hast einen Traum. In diesem Traum
Oh, kommst du in eine hübsche kleine Stadt mit hübschen kleinen Mädels, mit hübschen kleinen Dingern, genau. Was in dieser Stadt berührt dich am meisten? Das weite Meer. Ohne Witz, ey. Wenn ich irgendwo verreise oder sowas und wenn da Meer ist, das berührt mich doch ganz schön sehr. Himmel achte ich eigentlich nicht drauf und die mächtigen Bäume meine ich auch nicht. Immer das Meer. Das Meer ist geil. Verstehe, das Meer. Scheiße, ich krieg jetzt blaue Augen. Karibisch blau? Och, nö. Korallen bestückt. Mann, mit Korallen bestückt. Ich habe jetzt die ernsthaft beantwortet. Jetzt kriegst du bestimmt so eine scheiß blaue Kackfarbe, oder? Mann, ich will... Warum ist da oben eine Blume drauf? Was sind das für Knopfaugen? Haben sich die Augen geändert? Voller Betrug, ey! Ich habe gar keine Kontaktlinsen bekommen! Voll Kacke, ey. Am liebsten hätte ich solche, braun-gelben Augen, also meine Augen eben. Die sind so ein bisschen, die sind braun und eben mit so einem kleinen Gelbstich drin, ne? Das heißt gelb, so ein bisschen heller, braun sind die. Schock total, ey. Finde ich voll chillig. Naja, was machen wir jetzt noch? Bamf! Wir sind Raudi, wir schießen den Hund da hinten ab. Für das Schlummerhaus sollen wir ein bisschen Kohle einzahlen, wa? Wie viel haben wir denn auf dem Konto? Das wäre mal ganz wichtig zu wissen. Wie viel wir haben. Hallo, du komisches Viech da. So, willkommen. Bitte wählen Sie die folgende Option aus. Auszahlen. Wie viel haben wir denn da drin überhaupt? 1800? Boah, wir haben das Schlummerhaus schon fast abbezahlt, ey. Geil. Gib her, das Kohle, ey. Boah, schon haben wir Geld wieder. Geil. Das ging ja schnell, ey. Einfach zur Bank und hier. Gib mal Kohle her, Junge. Und da haben wir es. Bam, Alter. Richtig gut, ey. Gefällt mir. So, und ab zu Tom Nock gucken, ob wir da nochmal irgendwas haben. An diversen Sachen für unser Haus. Dächer oder sowas. Oder einen Zaun vielleicht einen neuen. Willkommen, willkommen, genau. Holzzaun, den hatten wir auch schon, ne? Nö, hier will ich eigentlich nichts. Obwohl der Briefkasten ziemlich geil wäre. Nö, ich gehe wieder. Auf Wiedersehen, Herr Nock. Herr Nock, der Schlock, der Schlocker, du Schlocker, du. So, wo haben wir denn hier? Ja. Ich kann jetzt ein bisschen Geld fahren, wenn ich will. Oder ich kann ein bisschen weitermachen mit dem Weg. Weil ihr habt mir auch gesagt, in den Kommis, das war eine Abonnentin auf jeden Fall, meine ich, die mir gesagt hat, ich kann den Weg hier ruhig ausbauen und das Ding ist, wenn ich einen anderen QR-Code nehme, dann verändert sich der Weg auch. Also der Weg, lass mal kurz fallen, kann ich darunter auch noch was setzen oder nicht? Also wenn ich den jetzt hier, wenn ich einen anderen QR-Code einspeichern würde, dann würde ich auch einen anderen Weg bekommen, so auf gut Deutsch. Hier ist das genau. Und auf den Boden. Plupp. Auf den Boden. Hä, wo ist der jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Er ist undercover unterwegs und man sieht ihn nicht. Geht das? Ne, geht nicht. Schade. Gut, dann müssen wir kurz randalieren. Randale, 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 Randale. Dann gehst du kaputt, du Dankeschön. Endlich. Ich dachte schon, das geht niemals. So. Und auf dem Boden. Nein, ich will's nicht tragen oder so. Ich will's am Boden. Danke. Ja, muss ich aber hier noch einen Baum fällen. Und dann muss das auch an den Seiten noch ein bisschen schöner gemacht werden, weil so geht das überhaupt nicht. Ja, muss ich mal gucken, ganz ehrlich, wie ich das mache. Ein bisschen Cash habe ich auch noch hier, merke ich gerade. Habe ich nur Rosen dabei? Tatsache, ey. Und viel Cash sehe ich gerade, ey. Chillig. Ja, wie machen wir das denn am besten? Ich kann am besten schon mal ein bisschen Geld einzahlen für das Schlummerhaus. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil das Schlummerhaus ist ziemlich geil. Ich habe mich da ein bisschen umgeguckt. Man kann dann Städte rein, wie die aussieht, wie eine Pokémon-Stadt und sowas. Das ist ziemlich geil, ey. Also, werden wir auf jeden Fall machen. Ich werde auf jeden Fall meinen Spaß, meine Freude dran haben. Und es gibt auch solche Psycho-Städte, Blut überall und so. Wird geil. Wird geil. Aber erstmal müssen wir an Geld kommen für das Schlummerhaus. Wir haben auch viele Amethyste und Goldbarren hier rumliegen. Also die können wir zur Not auch noch verkaufen. Den Geldschein müssen wir auch noch suchen. Ganz nicht vergessen hier. So, erstmal ein bisschen was einzahlen hier wieder. Ein paar Rosen oder sowas. Hier, da sind Rosen. Deswegen mache ich mal besser, bevor wir es vergessen. Also bevor wir nichts mehr mitnehmen können. Aber ich will ganz gerne alles mitnehmen, was ich finde fast. Voll der Messi, ey. Ich habe alles im Schrank drin. Das ist voll schlimm. Pilzbett, Ballonbett. Packen wir alles mal hier rein. Zack, zack, zack. Und zack. Gut. Müsste mich bloß später daran erinnern, dass ich, dass ich da Sachen drin habe, die ich ganz gerne rausholen sollte.
Spendenaktion, immer schlimmer Haus. Ja, okay. Das geht klar. Sollen die mal schön sammeln, meine ganzen Leute hier in der Stadt, die mich gar nicht mehr kennen, ey. So, Leute, Entschuldigung für den kleinen Cut, aber es geht auch schon wieder weiter hier. Zero, guck nicht so schräg, Knuffi. Mir ist langweilig. Ich musste mal was verklickern, Zero. Und zwar, wie man sich im Stil was? Fetzt? Fetzt, okay? Dann fetzt mal ein Stil, Alter. Das ist nämlich eine ganz hohe Kunst, sage ich dir, Knuffi. Man muss wissen, wann man gewonnen hat. Hast es geschafft, deinen Gegner zu vertreiben, bringt's nichts, dem auch noch hinterher zu jagen. Traust du dich, ey, was? Tust du dich doch, bist du ein Rüpel. Okay, ich bin Rüpel, weil ich dich die ganze Zeit jetzt verfolgen werde. Was geht ab bei dir, Manfred? Der Günther ist das. Günther, ich bin Günther. Hey, du bist doch Zero, der Zero, der ständig mit Zeichnen beschäftigt ist. Was? Ich zeichne nicht. Oh Mann. Oh Mann. Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Du hast letzte Zeit doch nicht etwa nur mit deinen anderen Freunden verbracht, oder? Zero, wenn du ab und zu mal Hallo sagen würdest, würde ich mich freuen. Ja, tut mir leid, dass ich euch vernachlässige, meine Freunde. Und eine Fliege! Was ist das, eine Mücke? Mücke! Getroffen. So, jetzt liegt sie tot am Boden hoffentlich, ey. Scheiß Vieh, ich hoffe, die hat mich gestochen. Jetzt muss ich sterben. Was haben wir da liegen? Ein Honignest, okay. Die Fossile kann ich auch alle mal mitnehmen, ne? Die sehen ja alle schrecklich aus, wenn die ja überall rumliegen, ey. Ist das auch ein Fossil? Müsst ihr ja. Die Falle war ja da hinten. Von daher müssen das alles Fossile sein, die hier nur noch so rumliegen. Ja, geil. Die Geldsäcke haben wir auch noch hier. Von daher können wir das Schlummerhaus locker easy bezahlen eigentlich, ne? Meiner Ansicht nach ja. Hier ist noch ein Pilz. Vielleicht war das ja eine... Nee, leider nicht. Schade, ist nur ein einfacher. Okay. Hier ist noch ein grüner Amethyst. Deswegen ist reicht locker easy, ey. Und die Fossile, die wir gleich über haben, alle die... Ne, das wird wahrscheinlich auch eine Menge sein. So, mal kurz den Grabetest hier machen. Ne, leider nicht. Es könnte der hier sein, ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass es der hier ist. So, alles einsacken. Tasche ist voll, verdammte Kacke. Fallen lassen mal ganz kurz. Und dann werden wir kurz hier alles einzahlen. Zack, zack. Ach, Kacke geht nicht, ne? Scheiße, wir haben zu viel Geld mit uns. Tatsächlich, das ist so. Und ich hab's vergessen hier jetzt. Oh, leck mich doch am Arsch, ey, scheiße. Ich bin so ein Fail-Bob. Ich bin so ein Fail-Bob. Oh, ich bin so schlecht, ey. Ich bin so schlecht, dass es schlechter gar nicht mehr geht, glaube ich. Kacke. Oh Mann. Und auf die Insel wollte ich auch mal wieder, um da ein paar Hirschkäfer und sowas zu fangen, ne? Oh, ich vergesse so viel. Ich hab noch so viel eigentlich vor, hier zu machen in diesem Game. Aber ich komme zu nichts. Und angeln könnte ich auch mal wieder. Oder Bananen einpflanzen kann ich auch mal wieder. Oh Mann, Leute. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen öfter spielen in Animal Crossing. Aber ich habe keine Lust, Voraufnahmen zu machen. Ganz ehrlich, weil... Nee, nach einer Aufnahme in Animal Crossing hat man eigentlich alles gemacht in der Stadt. Und dann will ich eigentlich aufhören soweit. Hieß nichts. Okay, dann gehen wir wieder. Nee, weiß ich nicht, wie ich das machen werde. Mal gucken, deswegen. Dann lasse ich mir auch... Lass mir schön Zeit. Deswegen... Ich glaube, wir haben jetzt auch schon wieder die Zeit erreicht, aber ich will noch ganz kurz hier alles abgeben und verkaufen. Besonders die Fossile eigentlich. Hey, was geht, Susanne? Oh, wenn das mal nicht Zero ist, lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns ja mindestens einen Monat nicht mehr gequatscht, oder? Sowas kann passieren, auch wenn man am selben gleichen Ort wohnt. Knabber, ja, das haben wir heute schon mal gehört irgendwo, ne? Sie gießt meine Blume, voll süß von der, ey. Ballonfernseher. Ja genau, wir können die ganzen Möbel mal alle hier ins Haus packen. Und dann mal schauen, was wir machen werden. Ne? Ne? Noch alles Halloween hier, ey. Voll schrecklich. Sieht voll überhaupt nicht geil aus. Was machen wir hier? Flachpilz. Wir können das Geld auch auf den Boden schmeißen, ne? Geht auch. Zack. Ganzes Geld hier, braucht kein Mensch, ey. Zack, zack, zack. So. Den verkaufe ich auch mal lieber, genau wie die Lampe, ey. Und den Kuchen, glaube ich, auch. Brauche ich alles ja nicht gar nicht. Wir haben zweimal mit zwei Ballonregale eigentlich, ey. Das sieht voll kacke aus, weil wir zwei Stück einfach davon haben. Das ist voll unfresh und so. Geht gar nicht klar. Hallo Susanne, was geht ab? Willst du mein Haus? Warum verfolgst du mich? Nee, verfolgst mich gar nicht. Dann ist ja gut, du kleiner Stalker. Da hat sie frisch gegießt, die Blumen glänzen. Wunderschön, das freut mich doch. Wenigstens eine, die so ein bisschen mitdenkt hier. Hier ist noch ein Pilz, ein großer.
Ja, können wir wohl nur verkaufen, schade. Kein Teil da für uns. Sonst irgendwas, eine Jeans, Klamotten, nö, sonst ist ja nichts. Ich würde jetzt ganz gerne alle Fossilien nämlich abgeben. Und, oh, hier ist das Goldding. Soll ich eigentlich nicht verkaufen für Goldmöbel, aber wisst ihr was? Ich glaube, da werde ich eh nie hinkommen an Goldmöbel. Deswegen lassen wir das, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Weil ich habe jetzt schon so, weiß ich nicht, also mir fehlen noch, weiß ich, boah, kacke, keine Ahnung. Ist doch jetzt egal. Deswegen, das könnt ihr in die Kommis posten, ob ich das machen soll oder nicht. Der Lolli ist da noch. Der Lolli bleibt da liegen. Der Lolli bleibt da liegen. Warum war ich so fett? Und seht ihr? Manfred hat einen Polunder an. Das sieht echt schön aus, Manfred. Du hast dich echt schön rausgeputzt für mich. Dafür, dass ich wieder da bin, hier mit meinem Bärenkostüm. Ich habe mich auch rausgeputzt, ne? Mit meinem neuen Schüchlein, mit neuen Bärenkostüm. Das sieht wunderbar aus. Und dieses Piepen soll angeblich eine Zygarde sein irgendwo. Aber wo? Hier ist nichts. Das ist das Komische. Oh, sie ist unsichtbar und ich sehe sie nicht. Ja, ein bisschen strange, aber hey, kann ja sein. Ne, hier ist sonst nichts. Die können wir vielleicht noch mitnehmen hier. Naja, können wir nicht, unsere Taschen sind voll. Ja, okay, schade. Hier ist noch gerade ein Fossil. Gerade wo ich vorbeilaufe, ne? Können wir kurz den Pilz wegschmeißen oder sowas. Oder irgendwas anderes. Pilz. Zup. Warum schmeißt die Pilz eigentlich weg, ey? Das ist voll dumm, ey. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich für so einen Pilz bekommen habe. Wahrscheinlich mehr als gar nichts, weil das Ding ist jetzt. Ich habe jetzt. Ah, egal, werde ich ja gleich sagen. Ich verkaufe jetzt erst die Sachen. Ich werde ja nachher erst die Fossile abgeben, wenn ich hier durchgelaufen bin. Von daher hätte ich das Fossil und nachher wieder einsammeln können, den Pilz verkaufen können. Aber er wäre weg. Das wäre viel schlauer gewesen. Oh, hallo Zero, herzlich willkommen. Ja, hey, was geht ab in der Club? Girl. So, verkaufen. Wir verkaufen mal das alles. Düp, 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 das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Ganz ehrlich, das ist gar nicht so viel. So, verkaufen wir mal. Wie macht das? 13.000. Ja, gib her. Abgemacht. Bams. Inventar hat sowas gelegt. Ach, hier. 900 Sterne ist im Sack. Ja, okay, geht klar. Hast du fein gemacht, du kluge Trude. Und ne, Rosina heißt sie ja. Rosina. Die Rosine. Ich hab vergessen den Namen schon voll. Das ist voll schlimm, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin so verzweifelt. Was ist das denn hier? Wieder ein Pilz, ja. Das ist noch ein Bonbon. Ein Bonbon für Mac. Ein Bonbon für Mesh. Ein Bonbon für Dash. Hier haben wir noch ganz viele Fossilien. Und da ist die Falle. Da sollte ich nicht reinlaufen. Ganz ehrlich, da lassen wir mal. Und ja, ich glaube, das war's auch schon mit den Fossilien überall, oder? Ja, kann sein. Ja gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft, finde ich gut. Dass wir jetzt hierfür genug hatten. Hier ist noch ein Fossil. Meins? Gut, dann haben wir jetzt so viele Fossilien wie noch nie gehabt, glaube ich. Und die gehen wir jetzt alle auf einmal ab. Und das gibt nochmal ordentlich Geld, weil die meisten haben wir bestimmt auch doppelt. Und joa. Wird gut ankommen, glaube ich, bei den guten Eule. Bei der guten Eugen. Der guten Eule Eugen. Deadvasion. Haben wir schon eine lange Aufnahme? Ja, relativ, ne? Also über 20 Minuten jetzt so ein bisschen. So. Hey ho, was geht ab in der Club, Monsieur Eugen? Ich will erst was analysieren. Ja, etwas analysieren. Und zwar zack, 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 zack. So. Sollten ungefähr 8 Stück sein. Was sagst du? Mehr als ein Fossil. Ja, Blick drauf werfen. Wir haben noch nicht all diese Fossilien in unserer Sammlung. Nimm sie doch. Ja, du kannst sie gerne haben, wenn du willst. Aber wenn du wie sie wiedergeben willst, dann mach ruhig. Ich zwing dich zu nix, Alter. So ein kaputter Junge. So, was stiften. Wie viel können wir denn stiften? 4 Stück. Das ist gar nicht mal so wenig. Haben wir 3 Stück zum Verkauf? Ja, okay, wir hatten noch nur 7 dann. 7 hatten wir. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's von heute, die Part Animal Crossing. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, da lasst einen Kommentar da und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö, euer Zero.